Und also wenn ich jetzt getauft bin, ne, nach meiner Lehre ist die Taufe die Wiedergeburt. Bin ich für dich eine Christin? Wenn du schon so einen Satz von mir gibst, dann kannst du schon nicht von neuem geboren sein. Weil Taufe ist nicht die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt geschieht dann, wenn du dir dein Leben und deine gesamte Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereust und ihm dein Leben übergibst und ihn bittest, in dein Herz reinzukommen. Und an das glaubst, an was er für dich am Kreuz vollbracht hat. Ich frage ja nur aus Neugier, ne? Nicht aus Ja, meiner Lehre. Nicht jetzt ich falsch verstehen. Ich möchte dich nur verstehen. Und glaubst du, also wie nach deiner Meinung nach, wie empfängt man den Heiligen Geist? indem du Buße tust vor dem Herrn Jesus Christus und ihn in deinem Herzen reinlässt, dass der Platz in dir nimmt, samt seinem Heiligen Geist. Und der Herr Jesus Christus dich verändert. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist geboren. Also eine gewisse Veränderung muss sich schon in deinem Leben abgespielt haben. Ich für meinen Teil kann ja sagen, dass ich sehr ultra schlimm damals gelebt habe und durch die Annahme des Herrn Jesus Christus, als ich mich bekehrt habe, ich zu einem ganz anderen Mensch wurde. Verstehst du? Ich verstehe das, ja. Aber glaubst du, dass ein Mensch wiedergeboren sein kann, also nach deiner Lehre, der vielleicht ein anderes Verständnis von der Bibel hat als du? Also eine andere Lehre? Inwiefern? Glaubst du, zum Beispiel, ihr seid ja Freikirchler, ne? Und ihr habt ja auch unterschiedliche Lehren. Gibt es darunter, die ein anderes Verständnis haben, nach deiner Meinung auch wiedergeborene Christen? Es gibt ja viele Denominationen innerhalb der Christenheit. Du siehst ja, dass es unglaublich sehr, sehr viele davon gibt. Und da siehst du den Baum den Wald vor lauter Bäumen ja nicht mehr. Ne? Deswegen sollst du deine Bibel zur Hand nehmen und schauen, was der Jesus Christus persönlich von dir verlangt, um gerettet zu werden. Und da gibt es einige Stellen in der Bibel. Und der wichtigste Vers aus der Bibel ist Johannes 3, Vers 3, wo der Herr Jesus Christus das Gespräch mit Nikodemus führt. Und Nikodemus ihn fragt: Ja, Herr, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu erhalten? Der Jesus Christus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht erben. Also, Und der ich Nikodemus hat kenne das den so Vers, aufgefasst, dass aber da er schon steht von zweimal oben auf ihn. geboren. Ja, genau, der Nikodemus hat das dann falsch aufgefasst und hat gesagt: Wie kann denn jemand zum zweiten Mal aus dem Schoße seiner Mutter kommen? Da sagt der Herr: Nein, 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 sowas das meine ich gar nicht. Der Herr Jesus Christus sagt, beziehungsweise hat dem Nikodemus gesagt und uns allen, dass wir aus Geist und Wasser neu Aus geboren Wasser werden. und Also es Geist, ist eine genau. geistliche Wiedergeburt. Ja, beispielsweise, wenn du kennst ja dein Geburts, so jeder Ich von kenne uns kennt deine sein Lehre. Geburts. Also, du musst nicht so weit aus. Ich kenne deine Lehre, nur ich verstehe ein paar Sachen nicht. Das würde ich gerne verstehen. Also, wenn du glaubst, dass nach deiner Lehre man wiedergeboren ist und den Heiligen Geist empfangen hat, schenkt der Heilige Geist die Erkenntnis aus der Bibel? Oder weißt du, was mich daran sehr, sehr stutzig macht, zum Beispiel? Warum irrt sich dann der Heilige Geist so oft? Oder Der weil, Heilige Geist irrt sich. ja, nach dieser Lehre müsste ich davon ausgehen, weil Wie so meinst du das? viele, die sagen, sie wären neu geboren und der Heilige Geist schenkt ihnen Erkenntnis, ihre Ja. Erkenntnis, die ändert sich ja auch. Hat sich dann der Heilige Geist geirrt oder man Nein, selber? das sind Menschen, das sind einfach Menschen, die denken, dass sie den Heiligen Geist haben, aber haben ihn nicht. Ganz Hast du einfach. mal aus der Bibel etwas falsch verstanden, seitdem Bitte? du deiner Meinung nach wiedergeboren bist? Bist du mal zu einer neuen Erkenntnis oder Lehre gekommen? Nein, es gibt nur eine Lehre aus der Bibel. Ja, die Es gibt gibt es. Es gibt nur gewisse eine Punkte, Wahrheit. meine Liebe, hallo. Es gibt gewisse Punkte aus der Bibel, die heilsrelevant sind, heilsrelevante Themen. Das heißt einmal die Gottheit des Herrn Jesus, seine Sohnschaft, seine Auferstehung und Kreuzigung. Das sind heilsrelevante Themen. Wenn du zum Beispiel die Gottheit des Herrn Jesus leugnest, Darf man deiner Meinung nach? es gibt ja viele, die ein Problem haben, die sich auch Christen nennen und die nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Ja, natürlich glaube ich, dass Jesus Gott ist. Glaubst Okay, du, siehst dass du, da er ist den nur Heiligen Geist, ein also Moment, ein Moment.
Du glaubst schon mal an einen Punkt. Und dann gibt es, glaubst du, dass der Jesus Christus gekreuzigt worden ist und auferstanden ist? Ja. Und für ja. alle Sünden glaubst du, dass Gott sich in, glaubst du, dass Gott sich den Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat? Ja. Ja. Das sind schon mal drei gute Punkte, wo man sagen kann, okay, sie hat es begriffen. Der Heilige Geist in ihr hat sie so weit jetzt gebracht, dass sie auf einem gewissen Erkenntnisstand ist. Der Heilige Geist hat dich schon mal auf diese Weise schon mal, also der Herr hat dich gesegnet. Der Heilige Geist hat dir Erkenntnis geschenkt. Und der Heilige Geist gibt auch denen Erkenntnis, die auch bitten, um weiter nachzuforschen. Verstehst du? Und wir sollen uns auch nicht zu Lehrern aufstellen, denn wir erwarten ja auch ein doppeltes und dreifaches Strafmaß, wenn wir dann falsch lehren. Ich für meinen Teil höre dann lieber auf einige gesegnete Brüder, die zum Beispiel mehr wissen, als ich habe. Und dann lerne ich halt. Aber wie kann das sein, wenn der Heilige Geist Erkenntnis schenkt? Wie kann der eine mehr Wissen haben als der andere? Das verstehe ich nicht. Das ist das Charisma, was du dann bekommen hast. Jeder hat sein Charisma bekommen. Und der Heilige Geist schenkt dir eine andere Aufgabe. Verstehst du? Es gibt einige Brüder, die haben diese Aufgabe, sind sehr gesegnet in der Lehre. Es gibt andere Schwestern zum Beispiel, die dienen eher. Es gibt wiederum andere im Leib Christi, die wiederum andere Sachen machen. Der Heilige Geist führt dich so, wie er es möchte. Er schenkt dir so viel Erkenntnis, wie du auch hast, also bekommen kannst. Verstehst du? Ja, ich sehe halt an manchen, dass sie eine ganze Zeit lang eine falsche Erkenntnis hatten. Also das, okay. Aber glaubst du, dass man den Heiligen Geist anbeten darf? Also in der Bibel wird es nicht gezeigt. Also der Herr Jesus Christus sagt uns in keiner Stelle der Bibel, dass wir den Heiligen Geist anbeten sollen. Aber ja, der Gott ist ja ein dreieiniger Gott. Aber ich für meinen Teil bete nicht zum Heiligen Geist, sondern direkt zum Herrn Jesus Christus, weil ich, wenn ich den Sohn ehre, so ehre ich auch den Vater. Was ich den Sohn bitte, so wird er mir geben. So ist das. Und du siehst, dass die Apostel, also die Jünger und alle... Würdest du den Heiligen Geist jetzt nicht anbeten? Bitte? Würdest du den Heiligen Geist jetzt nicht anbeten? Wenn es jetzt nicht explizit in der Bibel erwähnt wird, nein, ich würde den Heiligen Geist jetzt nicht anbeten. Oh, schade, weil der Heilige Geist... Der Heilige Geist ist doch in uns und wir beten aus dem Geist zum Herrn Jesus. Was? Aber findest du nicht, dass, wenn es um Gott geht, wir doch wissen sollten, wen wir anbeten und wen nicht? Und wer anbetungswürdig ist und wer nicht? Ja, okay. Wer ist denn der Anbetungswürdige? Wer hat sein Leben... Gott. Wer hat seine Gottheit verlassen und ist auf die Erde gekommen und hat stellvertretend für dich bezahlt? Gott. Der Jesus Gott, Christus. Der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Wie viele Adressen kennt die Bibel der Anbetung? Ich weiß nur, dass Gott anbetungswürdig ist. Und wir beten auch den Heiligen Geist an. Weil er ich merke, also Gott ist. Spreche, meine Liebe, du? Ich finde es halt wichtig und schade. Wenn ich mit dir spreche, dann merke ich, dass du überhaupt gar nicht die Bibel liest. Kann das sein? Wie lange ist es her, als du die Bibel gelesen hast? Heute Morgen sogar. Heute Morgen hast du die Bibel gelesen? Ja, heute Morgen sogar. Und was hältst du denn davon? Was hältst du denn vom Johannesevangelium, als der Jesus Christus sagt, dass wir ihn ehren und jetzt hier prüfen. Also wir führen ja ein normales Gespräch. Ich habe ja nur Fragen. Ich weiß nicht, hast du was gegen? Ich frage dich, weil du scheinst so jemand zu sein, der sich überhaupt nicht damit so auseinandergesetzt hat. Und wenn ich dir zum Beispiel sage, dass die Bibel keinen expliziten Vers, meine Liebe, hallo. Wenn ich dir sage, dass die Bibel keinen expliziten Vers uns gibt, den Heiligen Geist anzubeten, warum fügen wir dann etwas hinzu? Also wir führen etwas hinzu, indem wir Gott anbeten. Ist der Herr Jesus Christus Gott? Ja. Zu wem betest du? Zu Gott. Zu meinem Jesus? Ich mache da jetzt keinen Unterschied, ob ich Trinität lerne uns ja, dass der Heilige Geist Gott ist, der Sohn Gott und der Vater.
Ja, aber sprichst du nicht direkt zum Herrn Jesus Christus, oder wie? Ja, doch. Ja, also, warum machst du daraus jetzt voll die Philosophie und hier und da und verstehe ich, warum machst du das? Ja, weil ich es schade finde, dass manche Menschen nicht wissen, ob sie den Heiligen Geist anbeten dürfen oder nicht. Und es geht ja auch um Gott. Ich finde, Ja, aber Gott wenn ist es einfach, keinen Vers in Gott der hat Bibel es gibt, meine Liebe, verdient. wenn es keinen Vers in der, meine Liebe, wenn es keinen Vers in der Bibel gibt, wo der Herr Jesus Christus selber sagt, oder es einen expliziten Beweis gibt, dass man den Heiligen Geist anbeten soll, warum sollten wir das dann machen? Dann können wir genau die zwei Adressen der Anbetung uns anschauen. Das ist einmal der Vater und einmal der Sohn. Ich hole dich gleich wieder. Ich muss kurz was erledigen. Mein Bruder ist. Abu Job Center. Hey, Sheikh Abu Job Center. Bist du wieder dabei? Blödsinn zu reden. Ja. Ich werde Jobcenter anrufen, dass sie dein Geld streichen sollen. Damit du keine Vitamina mehr bekommst. Damit du keine Kraft von Bornstein und Skyline und Bornstein bekommst. Hey, Abu Jobcenter. Abu Jobcenter. Das ist Wahnsinn, was du da machst. Es tut mir leid. Leute, ich bin traurig, weil ihr eure Steuern nicht bezahlt habt bei mir. Ihr habt sehr wenig Steuern bezahlt. Ich muss Mahnungen rausschicken an euch.
euch Frist geben, eure Steuern vernünftig zu bezahlen. Leute, wenn ihr nicht eure Steuern rechtzeitig bei mir bezahlt, geht Mahnung raus. Briefe an das vom Hetzamt. Das Hetzamt wird euch Briefe schicken. Hetzamterei. Nein, ihr lieben Gott, Gottes Segen euch an. Nein, ich muss ganz schnell was sagen zu der Dame, die vorhin angerufen hat. Bei ja. Ja. Nein, der Heilige Geist wird nicht angebetet, wie du schon genau richtig gesagt hast. Wir haben keine Stelle zur Anbetung des Heiligen Geistes, aber wir haben Stellen zur Anbetung des Sohnes und des Vaters. So sieht's aus. Wenn wir genau. Genau. Und wenn wir zum Beispiel Johannes 16, Vers 13 aufschlagen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist uns gegeben wird und der Heilige Geist in uns betet den Herrn Jesus an und verherrlicht den Herrn Jesus. Das heißt, der Heilige Geist wird nicht sich selbst verherrlichen, sondern der Heilige Geist wird uns gegeben, damit wir in der Lage sind, den Sohn zu verherrlichen, anzubeten, zu verehren. Dafür hat der Herr seinen Heiligen Geist uns gegeben. Johannes 16, Vers 13. Schlag mal bitte ganz kurz auf, alle, die ihr in der Lage seid, eine Bibel zur Hand habt, oder? Johannes 16, Vers 13. Der Heilige Geist wird uns gegeben, damit wir den Sohn, den Herrn Jesus, anbeten. Durch den Heiligen Geist. Ganz, ganz wichtig. Damit eben die Katholiken oder die Orthodoxen eben aus dieser falschen Lehre herauskommen. Denn das machen ja auch die Charismatiker. Die Charismatiker beten auch den Heiligen Geist an. Und das ist absolut falsch. Ne? Der Heilige Geist, der in uns ist, betet den Herrn Jesus an. Sonst läuft da was schief. Sonst hat man den Heiligen Geist nicht empfangen. So einfach ist das. Anhand der Schrift können wir prüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder ob wir auf dem Holzweg sind. Und wie der Amir schon gesagt hat, viele Katholiken und viele Orthodoxe sind leider nicht bibelfest. Und deswegen machen die diese großen Fehler, weil sie eben einfach auf diese traditionelle, religiöse Fundament bauen. Und das ist ein falsches Fundament. Ja, ganz, ganz gefährlich. Der Heilige Geist nach Johannes 16, Vers 13 wird den Herrn Jesus anbeten, der uns Amen. Dazu führt, den Herrn Jesus anzubeten. So sieht's aus. Der Geist in uns wird den Herrn Jesus Christus verherrlichen. Denn der Herr Jesus Christus sendet ja den Heiligen Geist. Und der Geist, der in uns ist, wird den Herrn Jesus Christus verherrlichen, anbeten, loben und preisen. Deswegen habe ich gesagt, es ist ein Indiz darauf, dass wenn jemand nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, dass Gott Mensch wurde, dass er den Heiligen Geist nicht hat. Sonst kann er den Herrn Jesus ja nicht anbeten. Ja, genau so ist das. Und das ist eben eine absolute Irrlehre, den Heiligen Geist anzubeten. Da alleine an Johannes 16, 13 finden wir eben diese Korrektive, um diese Irrlehre der Anbetung des Heiligen Geistes entgegenzuwirken. Ja, leider, also es ist eine von vielen Irrlehren, die sich da in diese Kirche hineingeschlichen haben. Da gibt es noch tausend andere Sachen. Zum Beispiel, wenn die Orthodoxen oder die Katholiken Maria verehren, die sagen ja, wir beten ja Maria nicht an, wir verehren sie. Ja, aber Verehrung ist ein anderer Begriff für Anbetung. Anbeten. Vater, verherrliche verehren. Ja, natürlich, verehren, da ist ja das Wort Ehre drin. Und der Herr sagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Das ist ihnen also unbewusst, dass sie Maria anbeten. Auch wenn die sagen, wir beten Maria nicht an, aber im Endeffekt schon. Aber da ist sie wieder. Ja? Okay. Hallo, gottesreichen Segen dir auch, Resa. Hallo. Ja, danke dir. Hast du die Stelle Johannes 16, 13 mal nachgeschaut? Ganz kurz, schaut mal, ich weißt du, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie das dann sein wird. Deswegen, ich wollte in Liebe reden. Ich wollte nur ein paar Fragen stellen, aber ich sehe schon, hier wird alles so auf Angriff und keine Ahnung. Ich nein. Hast du Johannes 16, Vers 13 aufgeschlagen?
Schlag mal bitte kurz auf. Ich weiß nicht, Johannes, also 16. Ich wollte jetzt gerade kurz was sagen. Resa, alles gut, beruhig dich. Wie gesagt, ich wollte euch nicht angreifen, ich wollte nur ein paar Fragen stellen. Das ist ja kein Angriff, aber du musst das ja auch verstehen, was wir damit meinen. Du musst ja die Verse lesen. Ja, deswegen frage ich ja, ob ich euch, dass ich euch verstehe. Also das war jetzt kein Angriff, wenn mir jetzt hier vorgeworfen wird. Ich würde euch Fallen stellen wollen, gar nicht. Also das waren ehrliche Fragen, die mich wirklich interessiert haben. Und in dem Sinne, weil bevor ich was Falsches sage, gehe ich lieber runter, aber ja. Ja, nein, du hast ja die Frage gestellt. Was aber schön wäre, weil, wisst ihr, ihr redet ja oft auch über die Kirche, nicht nur über Islam. Und ich fände es halt auch fair, wenn man dann wirklich mal ein ehrliches Gespräch führt, ne? Vielleicht mit einem Bruder von mir oder so, dass sie da einfach jemandem mal die Möglichkeit gibt, auch die andere Seite zu zeigen. Das wäre wirklich fair, weil ihr redet ja oft über die Kirchen und dann kann man ja auch einmal die Gegenseite hören. Das macht ihr ja, ja auch. Ja, kein Problem, Sinn. Kein Problem, können wir machen. Aber hast du Johannes 16, Vers 13 aufgeschlagen? Kurz zur Überprüfung. Weißt du, ich bin der Meinung, man kann mit jedem Bibelvers eine komplette Lehre. Also hast du eine Blockade? Oh. Nein. Hast du eine Blockade, ja? Ja, egal, was man dir sagt, du redest drumherum. Ja? Egal, was man dir sagt, du redest drumherum. Und das sieht man eben. Ne? Das ist der Hochmut. Der Hochmut, der einen dazu blockiert, die Wahrheit zu finden. Das ist das Problem. Wenn die wirklich die Wahrheit gesucht hätte, würde sie sagen, oh, okay, Moment, ich schlag dir jetzt auf. Ich will das jetzt wissen, was da los ist. Genau so. Aber will sie nicht. Will sie nicht. Und deswegen ist da eine Blockade drin. Traurig. Warte mal kurz, ich bin im Hintergrund. Shalom zusammen. Shalom, Gott segne dich und deine Familie. Danke, euch auch. Und zwar, ich habe eine ganz gute Frage. Glaubt ihr, dass Jesus uns die Vollmacht gegeben hat, in Jesu Namen Heilungen und Wunder zu verbringen? Den Aposteln hat er die Vollmacht gegeben. Die Apostel und seine Jünger nicht? Natürlich, doch, seine Jünger auch. Ja. Aber dieser heilsgeschichtliche Zeitabschnitt ist schon vorüber. Ist vorüber. Das heißt, ihr habt nicht die Vollmacht von Jesu, im Namen Nein. Jesu zu heilen und Wunder zu verbringen. Ja, dann geh doch mal Tote auferwecken. Mach mal. Wenn du drehst, hast du die Vollmacht bekommen, oder? Ich hab die Vollmacht nicht, sondern der Heilige Geist in mir. Ja, also steht da, ihr könnt Tote auferwecken, ihr könnt dies, ihr könnt das, immer Tote auferwecken, mach mal. Also, wenn der Herr das möchte, dann wird das geschehen, genau, das ja, geschieht nur in seinem Namen. Geist! In seinem Namen geschieht das, nicht in meinem Namen. Also, du hast gerade eben gesagt, du hast den Heiligen Geist. Ich möchte heute, dass du jemanden vom Tod in den Leben auferweckst, mach das. Aber nicht unsere Wille soll geschehen, sondern sein Wille soll geschehen. Ah, siehst du, also gibt es sozusagen einige Punkte, die man auch berücksichtigen muss. Ja, klar, da muss man sich führen lassen von dem Heiligen Geist. Man muss ja auch einhalten, sonst geht ja alles durcheinander. Man sollte sich von dem Heiligen Geist auch führen lassen und nicht einfach selber mit seinem Verstand entscheiden, ich gehe jetzt meinen Cousin oder meine Oma oder sonstiges aufwecken. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, dass du sagst, ja, okay, wir haben Vollmacht von Herrn Jesus Christus bekommen, dies und das zu tun. So, ja. Aber dann steht ja auch dort, ihr habt die Vollmacht bekommen, Tote aufzuerwecken. Ich habe Amen. Noch niemals hier in meinem Leben, noch nie, einen Christen gesehen, der Tote auferstehen lassen kann. Hast du das schon mal gesehen? Also ein Geschwister von mir hat seine Frau von dem Toten zurückgebracht, ja. Ein Geschwister von dir hat Tote auferweckt? Ja, seine Frau aus dem Toten zurückgebracht, ja. In Jesu Namen. Hat er gemacht. Darf ich zu dir erzählen? Weißt du, was der Jesus Christus dann zu euch sagt? Haben ja, ich weiß, Augen, ich kenne die Stelle. Gemacht, haben wir nicht dies und das und jenes getan? Ja, ich kenne die Stelle. Ich sage, nein, ich habe euch nie gekannt. Nee. Ich kenne die Stelle. Das ist die einzige Stelle, die das behauptet. Aber es gibt auch viele andere Stellen in der Bibel, die behaupten, dass wir in Jesu Namen Wunder und Heilungen verbringen. Er hat 70 Jünger auch rausgesendet. In seinem Namen Wunder und Heilungen zu verbringen? Ja, ich bin vorsichtig, was es heißt mit Wunder und Heilungen
und sowas rumzuschmeißen. Ne? Ja, den, ich gebe dir, guck mal, wir müssen das unterscheiden. Ich gebe dir vollkommen recht, was das angeht. Wir sollten nicht aus unserem eigenen Verstand das handeln, sondern aus dem Heiligen Geist handeln. Das ist zwei Unterschiede. Aber nicht aus dem Fleisch. Du sagst ja gerade eben, dass du auch den Heiligen Geist hast. Warum Amen. Kannst du das dann nicht? Wie gesagt, es soll ja sein Wille geschehen. Wenn ich das machen würde, als Beispiel, ich sagte genau, ich gebe dir die Antwort dazu. Wenn ich das machen würde, wenn das geschieht, war das nicht von meinem Wille, sondern sein Wille. Aber wenn es nicht geschieht, ist das auch sein Wille. Darum geht. Das ist die Antwort dazu. Ja, das ist mir schon klar, aber du unterscheidest mich. Also du sagst ja, du hast ja gerade eben gesagt, weil du den Heiligen Geist hast, kannst du diese Wunder vollbringen. Verstehst du? Also ja. Ohne den Heiligen Geist geht das ja nicht. Hast also du jetzt einen anderen Heiligen Geist als dein Bruder oder was? Nein, oder als dein Kumpel da oder was? Er hatte auch Heilungen, er hat auch für andere Leute schon mal gebetet, die Heilungen nicht entstanden worden sind. Ja, also ihr Lieben, ihr müsst immer vorsichtig sein, was diese Heilung und sowas angeht. Weil der Herr Jesus Christus ja gesagt hat, es wird eine Zeit geben, wo einige in seinem Namen dies und das und jenes machen. Und dann sagt der Herr Jesus Christus, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Ja, die mit Wunder und Zeichen daherkommen, Also immer vorsichtig sein, immer vorsichtig. Das ist nämlich aus der pfingstcharismatischen Bewegung, die dort diese Wunderheilungen vollziehen und alles Mögliche. Muss man höllisch aufpassen, höllisch aufpassen. Ja, hallo Brüder, grüßt euch. Wie geht's euch? Ja, ganz gut. Gott segne euch auch. Gottes Frieden. Ja, mir geht's gut. Ich bin genauso in der Arbeit wie du, Bruder. Ich fahre auch herum. Ja. Ich habe nur ganz kurz rein wollen, weil ich, jetzt dieser charismatische Geist vorher da drinnen war. Und ich wollte nur fragen, ob vielleicht der Bruder Reza, weil ich bin im Auto und habe es leider nicht da, vielleicht hat er die Bibel vor sich liegen. Und der Apostel Paulus warnt uns, dass in der letzten Zeit der geistliche Niedergang passiert, in 2. Timotheus 3. Und da spricht er davon, dass die Menschen verführt werden wie von Jannes und Jambres. Das waren die zweijenigen, die als Moses beim Pharao war und die Zeichen getan hat und Wunder, die haben die Wunder kopiert, die Moses getan hat, die Wunder Gottes. Ja, die ersten drei oder vier, glaube ich, waren das. Und genauso passiert es auch heute, lieber Bruder. Weißt du, genauso heute werden und daran erkennen wir auch, dass wir ziemlich am Ende der Gnadenzeit sind, weil dieser Geist jetzt sehr aktiv ist. Und ich glaube, das ist jetzt seit, weiß nicht, 50 Jahren oder 100 Jahren maximal so, ja. Was sagst du, Bruder? Ja, 2. Thessalonicher 2 haben wir auch eben die Stelle mit dem Antichristen, der durch falsche Wunder und Zeichen unter aller betrügerischen Kräfte, die der Satan ihm gibt, diese Macht zu Wunder und Zeichen, eben auch die Menschen die Welt verführen wird. Das heißt also nicht, dass alles, was Wunder und Zeichen macht, von Gott ist, sondern das kann der Feind genauso. Er will ja schon immer wollte er kopieren, was Gott tut. Er wollte immer Gott gleich sein oder sogar noch höher. Ne? Ja, genau. Und Wunder und Zeichen, wir wissen ja nach 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und Amen. Das, was die Charismatiker Amen. Machen, die wandeln die ganze Zeit im Schauen, die wollen sehen, die Wunder, Zeichen. Amen. Die können nicht einfach so glauben. Die brauchen Amen. Immer irgendwas, was zum Sehen. Und deswegen sagt Amen. Das Wort Gottes, um die falschen 50er eben zu erkennen, wir Erretteten, wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. So ist es, mein Bruder. Und ja, wie gesagt, in der letzten Zeit ist halt dieser Kampf sehr aktiv. Und außerdem wissen wir ja, welches Volk immer Zeichen und Wunder gebraucht hat.
Oder Reza, was sagst du dazu? Ja, dass die Zeichen und Wunder waren vor allen Dingen an erster Stelle für die Ungläubigen damals durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, da sieht man eben, dass Apostel Paulus eben Timotheus nicht heilt. Das war nicht für die Inneren, für die Erretteten, für die Brüderschaft, sondern immer ein Zeichen für die Äußeren, für die außerhalb der Gemeinde, für die Ungläubigen, damit sie sehen, dass der Gott am Wirken ist. Nie für sich selber. Und was die Charismatiker machen, die machen das immer unter sich, diese Wunder und Zeichen. Ja. Ja, leider sind sehr viele verführt worden in der heutigen Zeit, wirklich. Ja. Ja. Durch diesen Geist. Also Brüder, ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag und wollte nur ganz kurz rein euch begrüßen. Schönen Tag noch. Ja? Dem Herrn Jesus anbefohlen. Gottes Segen. Ciao. Ciao. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr in charismatischen Gemeinden seid, dann sehen wir mal. Ja. Da müsst ihr Buße tun und auch raus. Sonst ist, ich kenne sehr viele Charismatiker, die in Ehrenanstalt gelandet sind, weil die Dämonen in denen sie kaputt gemacht haben. Und die kommen auch da nicht mehr raus. Wir sind kaputt. Dämonisch besessen. Und wenn ihr da nicht, also komplett kaputt gehen wollt, dann müsst ihr Buße tun, zum Herrn Jesus kommen, richtig Buße tun, umkehren, bereuen und dann nüchtern wird sein, das auch aufhören. Genau. Da kommt auch Nüchternheit und ihr empfangt den Heiligen Geist und dann werdet ihr auch die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Da wandelt ihr im Glauben und nicht mehr im Schauen. Ganz, ganz wichtig. Aber wenn ihr auf diese Warnung nicht hört, dann eben, dann müsst ihr halt, wer nicht hören will, der muss fühlen. Das war immer schon und das wird immer so sein. Leider. Ganz, ganz gefährlich. Vor allen Dingen, Leute, ich meine, wenn einer wiedergeboren ist und in eine charismatische Gemeinde geht, weil eben keine andere Gemeinde in seiner Nähe ist und der ist halt frisch im Glauben, dann passiert ihm nichts, weil der Heilige Geist ihn ja versiegelt hat. Da kann nichts reinkommen. Aber falls er nicht wiedergeboren ist oder also nur teilhaftig ist Heiligen Geistes und er geht in so eine Gemeinde und dieser Pastor legt ihm die Hände auf und auf einmal kriegt er diesen komischen Geist und er fängt an zu zappeln und fällt nach hinten,